Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute das Gespräch mit der Klimaallianz führen konnten. Wir fühlen uns natürlich auch sehr geehrt, dass wir den Auftakt sozusagen machen können mit den Gesprächen, die die Klimaallianz mit allen Parteien macht. Wir hatten gerade ein sehr angenehmes Gespräch mit sehr vielen großen Übereinstimmungen in den grundsätzlichen Fragen zum Thema einer sozialen Gestaltung der Energiewende. Ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr, wir fühlen uns geehrt und ja, wer hätte das auch gedacht, Herr Töpfer, noch vor 20 Jahren, dass wir hier gemeinsam im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin eine Pressekonferenz machen und wie ich glaube oder vermute, an Grundüberlegungen viel Übereinstimmung feststellen können. Ich heiße natürlich auch Herrn Ruperz und Herrn Ludwig auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich möchte zunächst einmal der Klimaallianz ein ganz großes Kompliment aussprechen. Aus meiner Sicht ist es eine ganz wichtige inhaltliche Initiative, die eines versucht, nämlich die ökologische Frage mit der sozialen Frage zu verbinden, die ganz klar sagt, eine ökologische Energiewende ist notwendig, aber man kann sie sozial gestalten, sie kann sozial abgefedert werden. Und das finde ich einfach die absolut richtige Intervention in der derzeitigen Debatte, die ja leider etwas versucht, sozusagen die Energiewende gegen die soziale Frage auszuspielen. Und deswegen nochmal ein ganz großes Kompliment von meiner Seite an Ihre Initiative. Und wenn man sich ansieht, ich darf das hier nochmal, dieses beeindruckende Bild zeigen, wer alles in der Klimainitiative mitmacht, sowohl an sozialen Verbänden als auch von Umweltinitiativen, dann ist das alleine schon wirklich eine ganz hervorragende Leistung. Ja, wir teilen mit der Klimaallianz als Partei Die Linke ein ganz wichtiges Anliegen, nämlich den Schutz des Klimas, denn der Klimawandel oder der Klimaschutz ist zweifellos eine der wichtigsten Herausforderungen für das 21. Jahrhundert, eine Herausforderung, der sich alle Parteien stellen müssen. Sie wissen, dass Die Linke die Partei ist, die sich natürlich auch die Frage einer sozialen Gestaltung der Energiewende auf die Fahnen geschrieben hat. Auch das eint uns. Und wir begrüßen es sehr, dass die Klimaallianz kürzlich den Slogan »Die Armut bekämpfen, nicht die Energiewende« geprägt hat. Und genau das ist auch der Ansatz, den wir als Linke teilen, weil wir sagen, Ökologisches und Soziales, das kann nur zusammengehen. Wir wollen nicht, dass die ökologische und die soziale Frage gegeneinander ausgespielt werden. Und ich freue mich auf der einen Seite, dass auch die Vertreter der Bundesregierung, allen voran unser Bundesumweltminister, die soziale Dimension der Energiewende erkannt hat. Allerdings die Art und Weise, wie es thematisiert wird, die halte ich für völlig falsch, indem nämlich sehr einseitig die Schuld auf das EEG geschoben wird, indem der Eindruck erweckt wird, dass es die Erneuerbaren sind, die die Energiewende teuer machen, indem die volkswirtschaftlichen Kosten, die Kohle und Atom verursachen, verschwiegen werden und indem, auch das muss ich als Linke sagen, natürlich die Milliardengewinne der vier großen Energiekonzerne nie eine Rolle spielen, die auch zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen. Ich möchte aus unserer Sicht auf den Forderungskatalog der Klimaallianz eingehen. Ich denke, dass wir im Großen und Ganzen eine erhebliche Übereinstimmung feststellen können. Wir sind beispielsweise gemeinsam auch für den Abbau der Subventionen und Privilegien für fossile Energieträger und auch für den Abbau der ungerechtfertigten Industrieprivilegien, die ja gerade in den letzten Jahren in Form dieser Rabatte für die Großindustrie ein Ausmaß angenommen haben, was man tatsächlich aus ökologischer und sozialer Sicht nicht unterstützen kann. Das ist ökologisch falsch, weil es für Industrie völlig falschen Anreiz sendet. Richtig wäre es ja hingegen, auch die Industrie zur Energieeffizienz anzuhalten. Diese Industrieprivilegien tun das Gegenteil. Sie sind ja eigentlich eine Einladung für ja, doch einen sehr großzügigen Umgang mit der Energie. Und sie sind natürlich auch sozial nicht gerechtfertigt, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher diejenigen sind, die die Kosten für die Industrie dann mitbezahlen müssen. Also hier sind wir an dieser Stelle, können wir Übereinstimmung feststellen. Ja, wir sind natürlich auch gemeinsam dafür, dass die staatlichen Transferleistungen aufgestockt werden müssen, um natürlich vor allen Dingen arme Menschen zu unterstützen, die natürlich erheblich unter den
Kosten sozusagen, steigenden Kosten leiden müssen. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir als Partei Die Linke natürlich auch eine Partei sind, die auch das Thema Armut thematisiert und die natürlich auch Menschen in der politischen Welt vertritt. Für die 10 oder 20 Euro mehr an Strom, an Energie oder auch an Wärmekosten jede Menge Geld sind. Auch insofern vielen Dank, dass Sie von der Klimaallianz diese Frage auch mit aufgegriffen haben. Selbstverständlich unterstützen wir auch die Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn, eine Forderung, auf die wir als Linke gerne das Copyright beanspruchen. Wir haben hier Unterschiede im Detail. Wir fordern derzeit 10 Euro, sie liegen bei 8,50 Euro. Aber im Kern sind wir uns einig und das möchte ich auch in den Vordergrund hier rücken. Einen wichtigen Aspekt in unserem Gespräch hat auch die Frage nach einer staatlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung ausgemacht. Wir denken, dass es hier tatsächlich noch einen sehr großen ungehobenen Schatz gibt an tatsächlicher, effektiver Energieeinsparung und Energieeffizienz. Nur so, wie es derzeit läuft, dass die Kosten für die energetische Sanierung faktisch einseitig von den Mieterinnen und Mietern getragen werden, das können wir natürlich unter gar keinen Umständen als Linke akzeptieren. Und deswegen unterstützen wir beispielsweise auch die Forderung des Mieterbundes, dass wir sagen, also wir wollen mindestens eine drittelparitätische Finanzierung haben, dass also die öffentliche Hand, die Vermieter und die Mieterinnen und Mieter sozusagen sich in diese Kosten auch teilen. Dafür braucht es eine erhebliche Aufstockung öffentlicher Mittel. Wir fordern in unserem Programm, in unserem Entwurf des Bundestagswahlprogramms die Aufstockung auf 5 Milliarden Euro, was die Förderung der Gebäudesanierung anbelangt. Denn ansonsten haben wir irgendwann die Situation, dass sich arme Menschen das Wohnen in sanierten Wohnungen nicht mehr leisten können, beziehungsweise vielerorts findet das schon statt und das finde ich tatsächlich skandalös. Ja, vielleicht einen letzten Punkt. Es gibt sozusagen auch Einigkeit darüber, dass wir bei der Gestaltung der Energietarife hin zu einem Modell kommen müssen, was sozusagen einen geringen Verbrauch belohnt und einen sehr großzügigen Energieverbrauch sozusagen auch mit stärkeren Kosten belastet. Da gibt es Differenzen im Detail, wie wir das ausgestalten wollen, aber der Grundgedanke ist wichtig. Ja, lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass wir natürlich als Partei Die Linke an ein paar anderen Stellen in unseren Vorstellungen, die Energiewende sozial zu gestalten, auch andere Akzente setzen und an manchen Stellen auch etwas über das hinausgehen, was jetzt von der Klimaallianz kam. Wir fordern beispielsweise auch die Wiedereinführung einer staatlichen Preisaufsicht, anders als es früher war. Aber das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Instrument, um beispielsweise auch diese doch enorme Gewinne der Konzerne auch beispielsweise in den Griff zu bekommen, wäre eine der Forderungen, an dem wir sozusagen auch weitere Forderungen aufmachen. Das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Und natürlich nimmt die ganze Frage Verhinderung von Stromsperren, die wir als Linke nicht für gerechtfertigt halten, auch eine wichtige Rolle in unseren energiepolitischen Vorstellungen ein. Ja, ich möchte zum Abschluss sagen, dass breite gesellschaftliche Bündnisse wie die Klimaallianz unverzichtbar sind, um auch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für die ökologische Energiewende zu erzielen. Also in diesem Falle auch noch einmal von mir ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie hier auch einen gesellschaftlichen Druck aufbauen, den wir als Linke unterstützen. Ja, die Partei Die Linke wird am Wochenende ihr Wahlprogramm sozusagen verabschieden. Ich denke, das ist weithin bekannt, dass wir unseren Bundesparteitag in Dresden haben und fast alle der Forderungen, die wir heute diskutiert haben, finden zum Teil in etwas modifizierter Form, aber im Kern doch auch Niederschlag in unserem Wahlprogramm. Vielen Dank erstmal von meiner Seite und dann gebe ich weiter an Herrn Professor Töpfer. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Ley. Sie sehen, man soll nicht zu früh resignieren. Wir kommen auch noch mal im gemeinsamen Raum zusammen. Da wir in der Energiewende unsere Arbeit unter die Überschrift gestellt haben, Gemeinschaftswerk, ist das auch gar nicht überraschend. Das Gegenteil wäre überraschend, wenn man mich fragt, ich solle hierbei moderierend helfen, dann wäre das gänzlich falsch, würde man dazu auch nur eine Sekunde überlegen und es nicht machen. Deswegen bin ich auch einmal zu einem Sonderparteitag der Grünen gegangen und habe das bis zur Stunde nicht bereut. Ich gehe davon aus, dass das dieses Thema auch darstellt. Wir sind erfreut über Positionen, die wir noch mal unterstreichen müssen. Erstens,
Die Atmosphäre war sehr, sehr sachbezogen und auch auf die Perspektive hinausgerichtet. Was kann man weiter noch tun, um diese Energiewende wirklich umzusetzen? Zweitens, es war in keiner Weise auch nur im Ansatz eine Frage, dass die Energiewende als solche wieder revidiert werden müsste, in Frage gestellt werden sollte. Es war keine Frage, dass es eine soziale Dimension in dieser Energiewende gibt, die man ernster nehmen muss, als sie bisher genommen worden ist, dass wir besorgt sind, dass die sozialen Belange sich reduzieren auf die Frage der Strompreise. So wichtig diese Frage ist, kann aber nicht darüber hinweggesehen werden, dass Energiearmut sehr viel stärker noch abhängig ist von dem, was wir als Energie bei Mobilität und bei Wärme brauchen. Da hat der Strom eine untergeordnete Rolle. Viertens, es war ebenfalls sehr klar, dass es gute Instrumente gibt, um eine solche soziale Dimension abzufedern und sie nicht zu einem Argument gegen die Energiewende werden zu lassen. Dazu gehört ganz besondererweise die Frage, wie gehen wir mit unserer Gebäudesubstanz und den Mietern um, die in diesen Gebäuden sind. Es darf nicht passieren, dass die Ärmsten in den energetisch am schlechtesten ausgerüsteten Wohnungen landen. Das wäre genau der Gegenteil von dem, was wir erreichen müssen. Aber wenn die Sanierungskosten nur auf Mieten umgelegt werden, saniert man Mieter aus solchen Gebäuden heraus, die sozial schwach sind. Ich glaube, das ist ein Punkt, der sehr, sehr genau nochmal unterstrichen werden muss. Das gilt sicherlich auch bei der Geräteausstattung dieser Haushalte. Auch darüber ist intensiv gesprochen worden. Da gibt es Unterschiede. Im Papier der Klimaallianz steht nichts von einer Abwrackprämie. Und ich glaube, wir haben uns sehr ernst darüber ausgetauscht, ob das wirklich eine richtige Instrumentalisierung sein kann. Es kann auch sicherlich ein sehr viel sinnvollerer Weg über direkte Hilfe, über die Fragen, die auch hier drin stehen, in dem Papier gefunden werden. Wir waren uns sicherlich nicht einig in der Frage, wie müssen Stromtarife ausgebaut werden, aber es ist ein Punkt, über den man diskutieren kann. Überall dort, wo wir Progressionen einführen, ist das sicherlich auf den ersten Blick sinnvoll, aber die damit verbundenen Konsequenzen bis hin zu den administrativen Kosten, die damit verbunden sind, bis hin zu den Signalen, dass man stärker Energie einsparen muss, sollte man auch hier andere Wege eher gehen und besser gehen. Es ist ganz unstrittig, dass wir in hohem Maße auch die internationale Komponente dieser Energiewende mitverfolgen. Auch da gibt es keine Differenzierung. Wir gehen in eine Welt hinein, die bald 9 Milliarden Menschen hat. Ban Ki-moon hat gesagt, Sustainable Energy for All until 2030. Da muss man sich fragen, wo kommt die her und was kann ein technologisch führendes Land wie Deutschland machen, um diese Energie zu erzeugen. Also wenn wir hier mit der erneuerbaren Energien nicht so zur Rande kommen, wie es sein kann und wie es sein wird, dann gäbe das ein sehr negatives Signal in die Welt hinaus insgesamt. Ich glaube also, dass dieses Gespräch bewiesen hat, dass es eine gute Idee ist, von dieser so breit aufgestellten Klimaallianz ein Papier zu machen. Man muss es immer wieder unterschreiben, das ist zum allerersten Mal, dass in dieser Breite ein so gemeinsames Papier erarbeitet worden ist. Ganz klar die Zielsetzung, wir alle sind für die Energiewende. Wir alle sind der Meinung, dass man die sozialen Dimensionen sehr ernst nehmen muss, aber wir wollen nicht die Energiepreise instrumentalisieren lassen gegen die soziale Akzeptanz in der Bevölkerung für die Energiewende. Ich glaube, in dieser generellen Zielsetzung stimmen wir dann wieder überein. Ich habe mich jedenfalls dafür heute erwärmen können, dass es eine gute Sache ist, dass wir das nicht nur hier in diesem Kreise machen, sondern dass wir die anderen Termine, darüber kann hinterher berichtet werden, bereits ebenfalls abgearbeitet oder abgestimmt haben mit der CDU, mit der FDP, mit der SPD. Wir haben noch einen abschließenden kleinen Koordinierungsproblem mit den Grünen, aber auch das werden wir in Kürze beendet haben. Sie sehen also, es ist eine gute Sache, wenn von unten das Gemeinschaftswerk eingefordert wird. Danke für die Gastfreundschaft und für die angenehme Atmosphäre. Sehr gerne.
Ja, ich mache es relativ kurz. Wir sind alle für die Energiewende, wir sind alle für die Energieeffizienz. Wir sehen aber auch, dass in der öffentlichen Diskussion Energiewende häufig als Synonym für Preissteigerungen genutzt wird, dass mehr über Strompreissteigerungen oder Mieterhöhungen die Rede ist, als denn von der Sinnhaftigkeit der Energiewende und von Energieeffizienzmaßnahmen. Wir sind uns einig, dass wir hier einhaken müssen, dass wir hier tätig werden müssen. Mit wir meine ich die Klimaallianz, mit wir meine ich in diesem Fall aber auch die Klimaallianz und die Linke. Es ist so, dass wir auch feststellen, dass die Energiewende, so wie sie eingestielt ist, ein Defizit hat, dass soziale Aspekte bei dieser Energiewende keine Rolle spielen. Und das ist insbesondere im Bereich der Gebäudesanierung, der Gebäudemodernisierung der Fall. Es kann nicht angehen, dass letztlich unter dem Strich Mieter alleine 11% der Modernisierungskosten auf Dauer tragen müssen. Diese 11% rechnen sich nicht. Sie sind für viele Haushalte gar nicht erst bezahlbar und sie können auch nicht ansatzweise über niedrigere Heizkosten wieder refinanziert werden. Deshalb brauchen wir hier einen Ansatz, deswegen brauchen wir einen Lösungsansatz, wie denn die Kosten bei einer Gebäudesanierung gerecht verteilt werden können. Wir haben schon vor geraumer Zeit vorgeschlagen, dass uns vorschwebt, dass die Kosten aufgeteilt werden müssen zwischen den drei Parteien, die von der Energiewende oder von der energetischen Gebäudesanierung auch profitieren. Das ist natürlich der Mieter, der soll auch mit höheren Kosten belastet werden, denn er hat den Profit niedrigere Heizkosten. Das ist aber selbstverständlich auch der Vermieter, denn der Vermieter investiert in seine Immobilie. Der Vermieter investiert in seine Immobilie. Er schafft nachhaltig Wert bei seiner Immobilie, sichert die langfristige Vermietbarkeit. Deshalb ist es auch nur gerecht, wenn er auch einen Teil der Kosten der energetischen Modernisierung selber tragen muss. Und last but not least ist es natürlich die öffentliche Hand. Sie steht hinter den Klimaschutzzielen, sie steht hinter diesen Energiewendezielen und deshalb muss sie sich auch hier an den Kosten entsprechend beteiligen. In diesem Punkt sind wir einig und wir haben in diesem Punkt auch zufrieden zur Kenntnis genommen, dass die Linke die Drittelung mitträgt und hoffentlich so am Wochenende beschließen wird. Ein letztes Wort noch, das sind die Transferleistungsbezieher bzw. sind die Wohngeldempfänger. Wir sind uns ebenfalls in dem Punkt einig, dass beim Wohngeld wir zu spürbaren Verbesserungen kommen müssen. Es kann nicht sein, dass der Gesetzgeber, dass der Staat so tut, als wenn Wohngeldempfänger nur eine Kaltmiete zu zahlen haben, als wenn sie keine Energiekosten zu zahlen haben. Natürlich müssen Wohngeldempfänger auch Heizkosten zahlen, sie müssen auch Strom zahlen. Und deshalb ist es nur gerecht, wenn auch dieser Anteil an der Wohnkostenbelastung über das Wohngeld mitfinanziert wird. Konkret, wir fordern eine Heizkostenkomponente, die bei uns Energiekostenkomponente heißen soll, wo eben Heizkosten und Strom mit einfließen. Also insofern, es hätte für die Klimaallianz im Bereich der Gebäudesanierung, des Wohngeldes, es hätte für den Mieterbund in diesen beiden Bereichen bei dieser Diskussion viel, viel schlechter laufen können. Wir sind uns ziemlich einig. Ja, lassen Sie mich gerade erwähnen, den Punkt hatte ich vergessen. Natürlich wird diese Forderung einer Heizkostenkomponente beim Wohngeld auch von der Linken geteilt. Sie wissen vielleicht, dass es zum Beginn dieser Legislaturperiode in diesem umfangreichen Sparpaket mal schnell abgeschafft wurde, der Heizkostenzuschuss beim Wohngeld. Das muss natürlich rückgängig gemacht werden, beziehungsweise in modifizierter Form wieder eingeführt werden. Ja, es wurde schon angedeutet, wir waren uns einig, dass die Energiewende wir nicht als Risiko sehen, sondern als große Chance, als Notwendigkeit sogar. Heute schon sind erneuerbare Energien, was Wasser, was Wind angeht, günstiger als Kohle oder Atom, wenn man die gesamtgesellschaftlichen Kosten in Betracht zieht. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir die Energiewende als Investition in die Zukunft für eine zukünftig auch bezahlbare Energieversorgung verstehen. Wir sind uns einig, dass wir dabei zu mehr Kostengerechtigkeit kommen müssen, dass also insbesondere die Industrie auch einen angemessenen Beitrag zahlen muss, dass wir von den dramatischen Vergünstigungen von in der Summe 16 Milliarden Euro für die Industrie runterkommen müssen. Das heißt nicht, dass wir die komplett abschaffen sollten, aber sie müssen eben zielgerichtet ausgestaltet werden, was dann die Anreize auch für Energieeffizienz bei der Industrie erhöht und die Verbraucher und kleine mittelständische Unternehmen entsprechend entlastet bei den Energiepreisen. Trotzdem, Karin Ley hat es angesprochen,
geht es natürlich auch darum, die richtigen Anreize zu setzen. Insofern ist aus Sicht der Klimaallianz eben dieser Punkt Energiepreise auch ein wichtiges Signal für mehr Effizienz in der Energieverwendung. Da hakt ja im Moment die Energiewende. Wir sind sehr erfolgreich im Ausbau erneuerbarer Energien, aber bei der Energieeffizienz geht es nicht voran. Insofern brauchen wir da eher mehr Anreize, bessere Anreize als schlechtere. Wir sind uns da im Detail, also bei einigen Punkten, dann auch nicht einig gewesen, was etwa kostenfreies Grundkontingent bei Stromtarifen angeht, wo wir schon sagen, Energie ist ein wertvolles Gut und muss auch entsprechend mit einem Preissignal versehen sein und die entsprechenden Umweltschäden auch abbilden, die durch die Energieentsorgung bisher entstehen. Aber in der ganzen grundsätzlichen Stoßrichtung, dass Energie für alle bezahlbar sein sollte, da sind wir uns sehr einig. Und wir wollen das eben als Klimaallianz vor allem darüber erreichen, dass wir uns jetzt auch erstmalig einsetzen für flächendeckende Mindestlöhne, für die Anhebung von Transfereinkommen, für Energie, Geld etc., dass wirklich jeder Mensch in Deutschland sich ein angemessenes Maß an Energiekonsum auch leisten kann und dabei keiner abgehängt wird. Es gibt weitere Gespräche mit Herrn Gröhe und Herrn Döring von CDU und FDP, die Generalsekretäre. Da werden wir dazu auch nochmal dann gesondert einladen, auch mit Herrn Trittin und Frau Göring-Eckardt sind Gespräche vereinbart. Und Herr Machnick, der jetzt ganz neu für die SPD für das Thema im dortigen Kompetenzteam zuständig ist, mit dem sind wir auch in der Terminabsprache. Insofern laden wir dazu dann gerne auch wieder ein. Ich habe Brot essen können.